Doch kein Boss? Fragezeichen. Erstmal holen wir uns das. Ach, ihr seid wirklich solche Typen. Dann nehmen wir das hier mal mit. Beichtstein. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Sollen wir uns erstmal um den da oben kümmern? Schade, ich hätte jetzt gehofft, dass hier ein Boss ist. Ein bisschen enttäuschend. Kommst du wieder hoch? Nee, du bleibst unten und wir sind auch runtergeflogen. Oh, boah, wo kommt der denn plötzlich her? Den habe ich gar nicht gesehen. Da gehen sie wieder vollkommen enraged. Aber wir haben beide erwischt. Jetzt müsste hier oben noch der Chef sein. Der hängt hier so ein bisschen in der Luft fest, glaube ich. Giftelt sich da selbst ein. Ah, haben wir noch erwischt. So, nun ist ja alles schön und gut hier. Da sind die Cursefrösche, okay. Sind hier noch irgendwelche Items? Ich glaube nicht. Was macht ihr da? Da wird gekämpft. Und was haben wir hier? Oh. Ist das ein Leuchtfeuer? Sieht wie ein Leuchtfeuer aus. Sehr schön. Ich werde jetzt nicht dran rasten. Hier war, glaube ich, auch irgendwo noch ein Shortcut, den man irgendwie öffnen konnte, ne? So, du drehst dich nicht um und wirst mit dem Schild blocken, du Sau. Nein! Ah, der Dritte hat nicht gesessen. Genau, da ist das Kristallding. Das habe ich von der anderen Seite gesehen. Das heißt, der Shortcut müsste da sein, ne? Lohnt es sich durchzurennen oder wollen wir das... Ich meine, gut, wir sind direkt neben dem Leuchtfeuer, ne? Der hält ein bisschen mehr aus als der am Anfang. Wir haben leider nicht so viel Platz hier. Oh, da war ich zu weit weg. Und da bleiben wir auch erstmal weg. Es visiert mich wieder ab. Nicht getroffen. Der hat gesessen. Ich glaube, die Dinger kommen auch nicht wieder, wenn man sie einmal besiegt hat. Zumindest das erste. Vielleicht ist es bei ihm ja anders. Zwei Titanitschuppen. Ne, ich denke, dadurch, dass wir jetzt sowas gekriegt haben, kommen die nicht wieder. Das ist der Shortcut, den ich gemeint habe. Da haben wir noch mal große Zauberwaffe. Wird für uns wahrscheinlich nicht so wirklich relevant sein, aber ne, man nimmt es gerne mal mit. Der Shortcut hier, das war nämlich auch ein Punkt, den ich noch auf meiner Liste habe. Von Dingen, wo wir noch irgendwie nicht weitergekommen sind. Das heißt, das kann ich schon mal wieder streichen. Was ist hier? Ach, da ist der Loot. Okay, komm, dann holen wir uns das kurz. Das ist nämlich der Loot, den ich von oben gesehen habe, glaube ich. Sühne. Was auch immer das ist. Und ein hohler Edelstein.
Ein hohler Edelstein. Wofür sind die genau? Können wir mal kurz nachgucken. Durch Wicken, um hohle Waffe herzustellen. Okay, weiß ich jetzt gar nicht, was hohle Waffe ist. Ich wollte einen Heimatknochen verwenden. Leuchtfeuer der letzten Rast. Ne, wir könnten eigentlich direkt zum Feuerbahn schreien. Wir haben wieder 9000 Seelen. Gibt ein Level up. Und die Gegner sind wahrscheinlich sowieso respawned, oder? Das sieht so aus. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein Level up. Und dann, also ich hoffe jetzt doch, dass wir irgendwie bald mal noch zu einem Boss kommen. Weil es wäre natürlich jetzt schon schade, wenn wir in diesem Stream keinen Boss hätten. So, das wechseln wir wieder. Was machen wir denn als nächstes? Ich hätte Stärke eigentlich ganz gerne auf 40. Das war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Softcap. Und ein bisschen mehr Ausdauer brauchen wir dann wahrscheinlich auch. Grenze der Pharaonfeste. Gehen wir mal da wieder hin. Also ich weiß nicht, Pharaonfeste und Pfad der Opferung, die scheinen irgendwie so ein bisschen verschachtelt zu sein. Also die Pharaonfeste Leuchtfeuer gehören immer noch, sind unter dem Reiter Pfad der Opferung. Ich weiß nicht wieso. Scheint mir eine relativ willkürliche Entscheidung zu sein, aber na gut, wenn die Entwickler meinen. Was? Wo kommt ihr plötzlich her? Mit euch möchte ich mich jetzt eigentlich nicht unbedingt anlegen, also vor allen Dingen nicht mit zwei auf einmal. Dafür machen wir dich platt. Und da vorne liegt ein Item. Eine Glut, eine weitere Glut. Achso, die Ritter kämpfen gegen die. Okay, gut, dann lassen wir die da erstmal ihr Ding tun. Gucken uns hier oben um. Sie sind, also wenn sie blocken, dann können sie schon ein bisschen was. Schwarzes Käferkügelchen. Was ist das? Es scheint nicht hier zu sein. Oh. Habe ich es übersehen? Abfall? Ich sehe es gerade im Inventar nicht. Bin ich blind? Es muss doch hier irgendwo sein. Waffe ist es nicht. Sonnenlicht-Talisman haben wir noch erhalten. Ich sehe es nicht. Sehr merkwürdig. Da ist auf jeden Fall ein großes Tor. Das könnte ein Boss sein. Oh, da hat er noch einen zweiten gesetzt. Den habe ich nicht erwartet. Ist hier oben was? Nö. Den haben wir völlig umsonst getötet. Liegt da vorne liegt noch Loot. Achso, die Ritter kämpfen jetzt gegen die Typen hier. Ich weiß nicht warum. Das wird lore-technisch bestimmt irgendwie einen Sinn haben. Aber eigentlich wäre es mir lieber, wenn die Ritter verlieren würden. Allerdings können wir jetzt hinter ihnen hergehen und looten. Finstergamaschen. Okay, da ist der eine Ritter gestorben. Da war hier noch was. Nee, oder?
Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Unter dem Estus ist es. Ach ja, hier. Schwarzes Käferkügelchen. Stärkt vorübergehend Dunkelschadenminderung. Ah, super. Danke vielmals. Ich weiß nicht, manchmal habe ich echt einfach solche Phasen, wo ich sowas einfach nicht sehe. Ah, da haben sie den zweiten Ritter getötet. Jungs, habt ihr gut gemacht. Hoch auf euch. Ah, vergiftet. Vielleicht doch kein Hoch auf euch. Ihr seid Penner, ey. Ich würde eigentlich ganz gerne zuerst den da wegmachen. Und ich bin... So, der ist weg. Einer tot. Fehlt noch einer. Ah. Und wir sind vergiftet. Aber ich glaube, jetzt würde es sich lohnen, mal so ein Ding hier zu benutzen. Leider kann man die nicht unbegrenzt kaufen. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Du hast wahrscheinlich ja wieder einen roten Augapfel. So, was haben wir hier hinter dieser Tür? Das müsste doch jetzt Aschefürst voraus. Bossfight. Also wenn das kein Bossfight ist, dann weiß ich auch nicht was. 5 Estus. Könnte ein bisschen knapp werden. Müssen wir mal gucken, wie schwer der Boss ist. Die sehen genau gleich aus. Warum ermorden sie sich? Na Jung, wie geht's dir? Wollen wir nicht einfach, ne? In Frieden. Jeder macht so sein Ding? Nee, habe ich mir gedacht. Okay, gut, dann muss einer von uns beiden wohl sterben. Wahrscheinlich werde ich das sein, aber ich hoffe, du bist es. Und er glaubt irgendwie, nur weil er so eine krasse Pose drauf hat, sei er der überhellte Wächter des Abgrunds. Okay. Wir machen eigentlich ganz guten Schaden, oh, aber er auch. Was war das? Warum ist hier noch ein zweiter? Okay, das macht die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger. Was geht hier ab? Die bekämpfen sich gegenseitig. War es das? War das jetzt einer der 4 Super-Bösewichten? Das kann es ja nicht gewesen sein, oder? Es kommt bestimmt noch mehr. Oh Gott, jetzt kommt der eigentliche Bossfight wahrscheinlich. Jetzt kommt irgendwie ein Riesenvieh. Es war so klar, dass noch irgendwie eine zweite Phase kommt. Das war zu einfach. Ach, Mist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin.
Aber ich muss mich echt gerade konzentrieren. Oh, der war schnell. Letzter Estus. Ach, schade, Mist. Das ist eigentlich nicht schwer. Die erste Phase ist ein bisschen strange, weil da noch die zwei anderen Typen sind. Aber wenn ich jetzt noch einen Estus gehabt hätte, dann hätte ich den wahrscheinlich gehabt. Schade. Ist es, ich glaube, das erste Mal zumindest, seit ich mich erinnern kann, wo die Bossleiste nicht die tatsächlichen Leben des, also nicht, ja, die tatsächlichen Leben des Bosses wiedergespielt haben. Können wir jetzt hier einfach außen durchrennen? Ich hoffe ja. Ich habe natürlich keine Lust, jedes Mal zu warten, bis die hier durch sind mit ihren Gefechten. So. Kommt wieder Phase 1. Jetzt kommt der zweite. Und das verwirrt mich super. Und jetzt kommt der dritte und jetzt bekämpfen die sich gegenseitig. Und bei denen sollte man einfach nicht zu nah dran sein. Einfach einen Estus hier nehmen und dann... Wir halten uns einfach an den Hauptboss. Und dann war es das eigentlich. So, können wir das überspringen? Das haben wir schon gesehen. Jetzt haben wir 6 Estus für die zweite Phase. Da liegen noch meine Seelen, die sind mir eigentlich egal. Ah, da hat er mich erwischt. Das war gemein, da konnte ich überhaupt nichts tun. Solche Dinge gab es in Dark Souls 1 und 2 nicht, dass man, wenn man am Boden lag, hat man keinen Schaden gekriegt, weil man konnte nichts dagegen tun. Das ist fies, dass das jetzt neu in Dark Souls 3 ist. Wenn man am Boden lag, hat man nie Schaden gekriegt, weil man sich nicht wehren konnte. Und das finde ich auch richtig. Weil man sich, wie gesagt, nicht wehren kann. Ich hatte keine Möglichkeit, dem Angriff auszuweichen. Ach Mist. Das hat jetzt gerade noch gefehlt, dass der mich getroffen hat. Wenigstens ist der Bossrun grundsätzlich relativ schnell. Wenigstens kann man ihn so ein bisschen stunlocken. So, jetzt kämpfen die zwei wieder miteinander. Du bist irgendwie abgelenkt aus irgendeinem Grund. Das ist dein eigenes Problem. Da war ich... Jetzt geht der Boss auf den anderen Typen los. So, jetzt sind wir natürlich nicht mit vollen AP in der zweiten Phase. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber was soll's. Ich glaube, die erste Phase ist einfach wirklich nur Vorgeplänkel.
Was war das? Man kann ihn stunnen. Das muss man hier bei diesem Boss unbedingt ausnutzen. Ach Mist. Bin ich ihm voll reingerannt. Das war meine eigene Schuld. Also, der Boss ist eigentlich nicht schwierig. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt hier so doof anstelle. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn er sogar noch eine dritte Phase hat. Weil auch die zweite ist eigentlich jetzt nicht so schwierig. Ich hatte ihn ja beim ersten Versuch sogar fast. Und dann, da obwohl ich nicht wirklich viele Estus hatte. Momentan ist einfach mein Einsatz meiner Estus sehr suboptimal. Die sind so viel zu schnell. Ah. Diese elenden Pisser. Ich hasse die Typen. So, Wächter des Abgrunds. Wenn ich mache ihm mit einer Combo fast die Hälfte seiner HP weg. So, wo ist der dritte? Wieder leider keine volle HP, aber wenigstens haben wir keinen Estus verbraucht. Wobei, außer beim ersten Mal war die Anzahl der Estus eigentlich nie ein Problem. So, jetzt haben wir dich im Stunlock, Junge. Oder auch nicht. Er ist schnell, das muss man ihm lassen. Ich werde jetzt nochmal heilen, zur Sicherheit. Ah, das... Er hat echt nichts mehr. Nichts riskieren. Und das war's für ihn. Hoffentlich. Fürstenarsche Seele des Wolfsbluts. Okay, das war dann tatsächlich der Boss. Ja, wäre eigentlich schon beim ersten Mal drin gewesen, wenn ich einen Estus mehr gehabt hätte. Aber hat jetzt wohl nicht sollen sein. Aber hey, wir haben den Boss besiegt. Und das zählt ja auch was. Die Frage ist, was hat uns das jetzt genau gebracht? Oh oh. Ich soll vielleicht erstmal... Wir haben 19.000 Seelen. Ich glaube... Also erstmal gehen wir zum Feuerbahnschrein zurück. Ich werde mir jetzt noch eine Seele reinziehen, so eine 1.000er oder so. Und dann kaufen wir uns einfach mal diesen 20.000 Seelenschlüssel. Weil dann haben wir den. Es gibt jetzt nicht unbedingt Levels, die ich... unbedingt brauche, deswegen, ne, warum auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, das waren 50, 200, 400 wahrscheinlich. 800? 800? Dann brauchen wir jetzt genau noch eine schwindende. Dann haben wir die 20.000 für den Schlüssel. So, weil den brauchen wir sowieso.
Was, der Schlüssel lohnt sich nicht? Ja, zu spät. Den habe ich jetzt schon gekauft. Aber ich hätte ihn sowieso gekauft, weil ich will wissen, was da oben in dem Turm ist. Das ist... Ach, das ist der Typ. Den kennen wir auch schon. Irgendwie die NPCs zwischendurch hängen sie immer wieder so ein bisschen im Feuerbahnschrein rum und dann gehen sie wieder. Was ich nicht ganz verstehe. So, war das jetzt... Das war jetzt der eine Typ vom Abgrund, ne? Warum ist der nicht hier? War das nicht der heilige Aldrich? War das sonst irgendein Pisser? So ein No-Name? Hm. Ich dachte, der kommt jetzt vielleicht hier hin. Ich dachte, das wäre einer von den Vieren, die wir besiegen mussten. Gut, der war jetzt nicht so schwierig. Aber gut. Ich werde dann für heute erstmal Feierabend machen. Wahrscheinlich dann als nächstes dann am 5.1. wieder streamen. Oder am 6.1. muss ich mal noch gucken. Werde ich aber auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal wieder ankündigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und natürlich auch die, die die Wots dann anschauen. Wie die Untotenlegion ganz rechts. Ach so. Das hier ist Jorm der Riese. Wächter des Abgrunds. Ganz rechts von wo? Also die Stühle sind alle leer, bis auf den da, wo der Typ da drauf sitzt. Aber den kennen wir ja schon. Na gut. Sei es drum. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und die Wächter des Abgrunds. Xmas Dragon, du machst mich gerade, du verwirrst mich gerade. Ja, hier sind die Wächter des Abgrunds. Da ist aber niemand auf dem Thron. Ach so, Fürsten Asche darbieten. Okay, dann machen wir das noch kurz. Hier. Soll gelten, ne? Die Präsenz der Fürsten ist hier. Okay, gut. Ich danke dir vielmals, Xmas Dragon, weil das hätte ich wahrscheinlich nicht alleine rausgefunden. Oder zumindest nicht so schnell. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.